Jesus teilte am Abend vor seiner Verhaftung und seiner späteren Kreuzigung mit seinen Freunden, den Jüngern, Brot und Wein, welche er als seinen Leib und sein Blut bezeichnete, das zur Vergebung der Sünden vergossen wird. In christlichen Kirchen steht ein Altar. Auf ihm stehen zum Abendmahl Brot und Wein als Symbol für dieses Ritual. Vor allem im katholischen und orthodoxen Gottesdienst ist der wichtigste Teil dieses gemeinsame Abendmahl. Wir teilen es, wie Jesus Brot und Wein geteilt hat.